Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Folge, denn heute bauen wir einfach mal ein bisschen entspannt weiter. Dafür brauchen wir natürlich auch erstmal hier das wunderschöne Holz, was wir uns leider immer mühsam uns erfarmen müssen. Leider haben wir keine unendliche Holzquelle, so gesehen. Wäre zwar praktisch, aber leider nein. Egal, der Plan heute ist tatsächlich auch mal, ich sag mal, den Grundriss vielleicht fertig zu bauen, dass wir vielleicht auch anfangen können, in die Höhe zu bauen und unseren, ja, Schloss oder wie auch immer ich das vor 2 Wochen mal genannt hatte, was da hinkommt. Gut, es kann ja auch, so ein Tempel sein oder sowas. Mal schauen. So. Fun Fact, Leute, ich war ja, glaube ich, letztes Mal, also in der letzten Folge, war ich ja, meinen. Ne? Und habt ihr dann irgendwann gecuttet, so Motto, ja, den Hochweg überspringen wir jetzt so gesehen einfach, ne? Und im Endeffekt, ich bin tatsächlich da oben rausgekommen, ja? Wie lustig ist das denn? Ich zeige euch das auch gleich, dass ich da oben rausgekommen bin. Ich bin dann mitten im, ich sag's mal, im Gewächsfeld gelandet. Also sprich, tatsächlich, wenn wir das nächste Mal meinen gehen, können wir tatsächlich an der letzten Stelle, wo wir aufgehört haben, weitermachen. Also das ist eigentlich lustig. Also, ne, Zufälle gibt's auch in Minecraft, Leute. Ne? Glaubt's oder glaubt's nicht? Gibt es. So, jetzt brauchen wir aber erstmal hier das Holz. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier noch einen Baum. Ich glaube, oben hatten wir auch noch Bäume. Die müssen wir eigentlich auch noch fällen. Aber da haben wir richtig schön viel Holz. Und das freut mich. So. Aber haben wir... Ja, wir haben schon Setzlinge. Okay, wir haben hier einen Setzling. Dann haben wir hier noch einen Setzling. Wir müssen ja die Bäume ja auch immer wieder nachpflanzen, weil sonst geht uns ja immer das Holz aus, ne? Das ist, blöd. Echt? Aber gut, scheinbar haben sie hier noch keinen... Da, hier ist noch einer. So, den setzen wir hier hin. So. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach wieder hoch. So, ich zeige euch mal die Stelle, wo ich rausgekommen bin beim Minen. Ja, hier sind auch Bäume. So, ich hoffe, ich finde das jetzt gerade. Irgendwo bin ich hier rausgekommen, aber ich bin nicht mal sicher. Ah, hier, ne? Hier sind die Kürbispflanzen weg. Genau da bin ich rausgekommen. Ne? Wenn ich das jetzt hier irgendwo abbaue. Irgendwo. Ja, hier. Genau. Da habe ich mich hochgebaut, ohne zu wissen, ne? Also, ich habe mich einfach irgendwann so hochgebaut, weil ich gesagt habe, okay, ich baue mich jetzt einfach hoch und laufe dann über die Map zu den Koordinaten. Aber lustigerweise, ohne dass ich die Koordinaten geschaut hatte, bin ich hier gespawnt. Also das war einfach wirklich lustig. Anders kann man es nicht sagen. Ah, gut. So, wir machen erstmal hier... Ich würde sagen, hier auf jeden Fall Jump'n'Run Master. Wo war das? Das war ja absolut nicht peinlich, dass ich gerade diesen Jump verkackt hatte. Aber egal. So, jetzt fahren wir uns hier auch nochmal schön die... Das Holz hier weg. Auf den Holz, danke. So, da drüben war auch noch ein Baum. Auch alles mit. Sehr schön. Ja, hier war weniger Holz, das ist schade. So, wie sieht's mit dir aus? Da sieht schon noch mehr Holz aus. Na gut, es hält sich auch in Grenzen, tatsächlich. So, aber ich snack mal auch mal weg. Und dann noch hier. Und dann haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, haben wir dann vielleicht sogar schon ein Stack zusammen? Ich meine, waren jetzt tatsächlich ein paar Bäume, die wir jetzt gefällt haben. Also ich sag, wir haben ein Stack, wenn ich die ganzen jetzt durchgenommen habe. Ah, okay, nicht ganz ein Stack. Nicht ganz ein Stack. Uns fehlen noch 5 Holzteile für ein Stack. Naja, knapp daneben ist auch vorbei oder sowas, ne? So, genau, Setzlinge. Wenn wir dich auch direkt wieder hier hinsetzen können. So, jetzt hier aber auch, genau. So, die Bäume müssen ja immer nachwachsen, ist ja wichtig. So, hier ist... Na gut, dass du nichts abwirfst, das war mir schon klar. Du hast extrem wenig Blätter gehabt. Ah, hier. Man muss ja nur drauf warten. So, jetzt essen wir erstmal was. Genießen den Sonnenuntergang. Ich meine, ist ja schon nice mit dem Shader Pack und so, ne? Sieht ja alles schon sehr nice, nice aus. So. Okay. Schlafen können wir noch nicht. Das bedeutet, wir nutzen einfach die Zeit. Auch noch hier den Setzling mit. Setzen den auch dann wieder hier hin. So, hier hatten wir zu wenig Holz.
So, und das Holz setzen wir natürlich jetzt nach. So, jetzt haben wir genug Holz, so gesehen. Das bedeutet, wir haben jetzt, glaube ich, jetzt hier, abgesehen natürlich von unserer Cobblestone-Farm, die ich aber erstmal da stehen lasse, haben wir jetzt genug Holz, um auch in die Höhe zu bauen. Ne? Was heißt jetzt hier in die Höhe? Dass wir anfangen können, unsere Stockwerke zu bauen. Ist jetzt die Frage, wie hoch wird das Ganze sein? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Gut, aber ich würde sagen, jetzt gehe ich erstmal schlafen. Dann überlegen wir uns mal, wie hoch das Ganze sein soll. Ja, Sonne. Geh mal ein bisschen weiter runter. Dann kann ich auch schlafen gehen. Weil da drüben wird es auch schon Nacht. Genau. Ja, warte mal, mir fällt hier gerade was auf. Das passt gar nicht. Wait, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss aber 1, 2, 1, warte mal. Ah, okay. Ja. Ja, da habe ich geschlafen. Da habe ich wohl geschlafen. Hey, jetzt passt das. Jetzt passt das. So, muss ich gleich echt jede Ecke nochmal kontrollieren, ob ich das jetzt gut gemacht habe oder nicht. Wahrscheinlich, ne? Na, egal. Erstmal gehen wir schlafen. Danach können wir spekulieren, wie das Ganze hier gebaut ist. Ja, hier auch! Hier auch! Unglaublich. Unglaublich. So. Ja, weiter kann ich hier nicht bauen, weil hier ist schon Lava. So, jetzt passt das. Da drüben. Komm, kontrollieren wir die Ecke hier auch nochmal. Ja, hier passt das. Ja, hier habe ich vernünftig gebaut. Ausnahmsweise. So, Setzlinge nehmen wir natürlich alle mit. Oh, ist schon mal ein Baum gewachsen. Ja, komm, den Baum nehmen wir jetzt auch mal direkt mit. Wichtige Rohstoffe für uns. So. Genau. Jetzt gehen wir jetzt hier hin und sagen. 1, 2, 3. So, also 3 könnte ein Stockwerk sein. Ich muss überlegen, Leute. Ich muss überlegen. Schwierig. Wie hoch machen wir das? Also 3 sollte es ja mindestens sein. Da kann man auch da drin, ich sag's mal, im Haus springen oder eine Decke schön machen. So, wenn wir sagen, jetzt 4 wäre so gesehen der Boden vom zweiten Stock. Ja, okay. Sagen wir mal, wir bleiben erstmal hier bei 4. Autsch. Ja. Nee, ich bin noch kein Jump'n'Run-Meister. Absolut nicht. Ah ja, so, ich baue jetzt einfach hier mal paar Holzstämme hoch, das ist unsere Pfeiler. So. Aber ja, bevor ich jetzt hier weiterbaue, würde ich sagen, esse ich erstmal was, sonst sterbe ich einfach gleich wegen Falldamage. So. Genau. So, das waren jetzt auch 4. So, hier snacken wir natürlich uns jetzt auch mal kurz die ganzen Sachen hier. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt geht es langsam unser Holz aus. 4. 1, 2, 3, 4. Und nochmal 1, 2, 3, 4. Ey! Ey! Das ist mein Holz! Lass mein Holz in Ruhe! Nein, das ist sogar. Warum bist du abgebrannt? Aber. Ach Mann. Was soll das denn? So, du kommst mal weg. Ich setz mal dich wieder hier hin. So. Ja, gut, wir haben trotzdem noch Holznachwuchs. Holznachschub. Nicht Nachwuchs. Hier unten. Deswegen passt das alles. Mehr oder weniger. Aber trotzdem fackelt das uns einfach weg, ja? Was soll denn das? Sehe ich ja gar nicht ein. Immer diese Lava-Eimer, die übertreiben müssen. So, wie viel Holz haben wir jetzt? 5. Okay. Können wir jetzt theoretisch hier. 1, 2, 3, 4. Genau.
So, ich habe jetzt tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, wie die Wand aussehen soll. Ich meine, wir haben jetzt hier ein bisschen Cleanstone. Ja, daraus kann man ja dann die hier machen. So. Wie gesagt, Gedanken dazu habe ich noch nicht gemacht. Ne, also klar, ne, irgendwie wird es so eine Art Wand sein. Aber ne, einfach nur so hochziehen wäre ja langweilig. Das sieht ja auch blöd aus. Ne? Dementsprechend wird das Ganze auch noch ein bisschen nach formmäßiger schön aussehen. Ja. Gut, ich glaube aber in der ersten Schicht kann man das aber trotzdem machen. Ich glaube, das will ich tatsächlich auch so lassen, dass wir hier so hingehen. Was in diesem Sinne machen. So, der Innenhof wird nochmal anders aussehen. Weil hier werden ja auch, ich sag's mal, Zugänge und Türen sein. Wo diese Zugänge und Türen sind, das muss ich noch schauen. Das ist ja alles mehr oder weniger spontan hier geplant. Alles in meinem Kopf drin. Falls ihr mir nicht folgen könnt, kein Problem. Ich kann mir das jetzt manchmal auch nicht folgen. Deswegen passt das schon. So, ja, hier zwischen wird wahrscheinlich auch so eine Art Pfeiler noch hinkommen. Oh, guck mal, da hinten ist ein Schaf. Hallo Schaf, was geht? So, aber mal schauen. Ja, ich bin ja echt noch am Philosophieren. So, ja, okay, das war dumm. Erdblock. So, also wenn man jetzt hier, also dann sagen wir mal hier die Grasblöcke, die jetzt hier sind, wäre jetzt unser Boden, ne, rein theoretisch, ne? So, hier brauchen wir schon so Fenster, dass wir halt rausgucken können, ne? Ja gut, wenn wir es halt schon hoch machen müssen, dann wäre auch vier. So, dann wären hier so Fenster. Schwierig. Wirklich schwierig. Naja. Wie gesagt, es muss ja nicht alles jetzt entschieden sein. Das ist, ne, das wird im Bauprojekt der Superlative. Aber erstmal snacken, muss hier ein bisschen essen. Was essen? Okay, warte. Erstmal sollte ich das einfach nur mit der Hand machen. Aber das Essen soll uns ja nicht beißen, stechen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Das haben wir nicht eingesammelt. Okay. Jetzt ist dahinter. Ja. Ah, ich bin begeistert, Leute. Ich bin nicht abgestochen hier von blöden Pflanzen. Haben wir eigentlich Glas oder sowas? Sie haben noch viel Bruchstein. Genau, hier ist aber auch noch meine Ausbeute vom Mining. Generell war es eigentlich mehr oder weniger erfolgreich alles. So, ein bisschen. Ich überlege halt, also ein bisschen Cobblestone mit dazu werde ich machen. Ne, zwar nicht hauptmäßig. Vielleicht kommt auch eine erste Liede Cobblestone, danach fängt das mit Cleanstone an, so ein Motto. Aber mal schauen. So, ne, hier geht's nicht raus. Aber was ich halt überlegt hatte, ist halt hier so. So Treppen hinkommen. So außerhalb. Dass das Ganze hier so ein bisschen ein Design oder an Rundlichkeit gewinnt. Abgesehen von hier wird es ein bisschen schwierig. Na, hier überlege ich mir noch was. So ein Erdklumpen habe ich sogar noch. Ui. So. Dann kommst du hier hin. So, jetzt habe ich keine Enkel mehr. Jetzt ist es vorbei. Aber ich glaube, ihr versteht das System, was ich meine. Dass wir hier, ne, dass das die Wand ein bisschen Design hat, ne, dass es nicht nur langweilig ist. Also, ich bin zwar generell Kunst oder sowas, eigentlich voll die Niete, ehrlich. Also, wenn es so ein bisschen um Minecraft-Bauen geht und sowas. Ich bin zwar kein Profi, aber ich bin jetzt auch kein Noob oder sowas. Würde ich jetzt einfach behaupten. Aber ich muss auch dazu sagen, vor, keine Ahnung, Jahren, ne, ich spiele Minecraft schon seit Jahren, war das natürlich deutlich heftiger, weil ich das halt aktiv gespielt habe. Da wusste ich auch die ganzen kleinen Tricks, damit das Ganze besser aussieht und so. Das kenne ich leider nicht mehr. Nee, das ist leider vorbei. Aber egal. Wir haben die hier. Ich werde dann überlegen hier. Okay, wir haben hier tatsächlich noch ein bisschen Cleanstone noch drin. Ah, hier ist ein Baum gewachsen. Na komm, den Baum nehmen wir uns auch nochmal mit. Oh, okay. Ich sollte echt mal aufpassen.
Sonst sterbe ich hier gleich tatsächlich noch, einfach wegen Falldamage. Mit Level 17 wäre das schon eigentlich echt blöd. Sollte nicht passieren. Nee. So. Aber wir müssen uns auch gleich ein bisschen... Ich guck mal gleich in andere Kisten im Haus, ob wir da vielleicht Fenster noch haben. Oder Sand oder sowas. Vielleicht mache ich mir auch zur nächsten Folge noch Gedanken, wie man das Äußere von dem Haus oder die Außenwand halt schick designen kann. Oder wie das generell designt werden kann. Aber wie gesagt, wir brauchen auch noch die Innentore oder generell ein Außentor, damit man ins Gebäude überhaupt reinkommt. Generell soll das aber trotzdem ein geschlossenes Gebäudekomplex sein. Ja. Weil später, wenn du Villager drin haben, soll auch da drin Villager leben, ist ja klar. Gut, generell auf dieser ganzen Plattform sollen ja Villager später leben. Das wird auch, glaube ich, nochmal eine mehr oder weniger anstrengende Aktion, die Villager zu bekommen. Denn wir haben ja kein Dorf in der Nähe. Das bedeutet, wir müssen die tatsächlich von Zombies bekommen. Und die Spawnrate von Villager-Zombies sind halt leider sehr gering. Davon abgesehen, dass wir auch einen Brauchstand brauchen, einen Schwächetrank, einen goldenen Apfel. Goldenen Apfel jetzt eher weniger das Problem, Schwächetrank eher das Problem, weil wir keine Brauchstände haben und auch noch nicht Diamanten gefunden haben, dass wir uns in die Hölle begeben können oder sowas. Ne? Also dementsprechend blöd gelaufen, mehr oder weniger für uns. Aber egal. So, es wird jetzt schon wieder Nacht hier. Das ist unglaublich. So. Na gut, safe schlafen können wir sowieso noch nicht. So, das bedeutet, ich kann hier nochmal ganz sneaky hier die Teile bauen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich eh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, passt wieder perfekt. Ich bin begeistert. Und hier auch wieder 1, 2, 3, 4. Und jetzt schnell schlafen gehen, bevor die Monster kommen. So. Aber egal, Leute. Ein Blick auf die Uhr hat mir schon gesagt, dass die Zeit wieder rum ist. Ja, ich gebe zu, in dieser Minecraft-Folge ist jetzt nicht krass viel passiert. Aber egal, ne, jeder kleine Fortschritt hilft uns ja später am Ziel näher oder irgendwann am Ziel anzukommen, ne? Aber egal, wenn euch trotzdem diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, Leute. Euer Baumat. Ciao.